Wir schauen uns jetzt mal die Top 10 gefährlichsten Insekten auf dieser ganzen Welt an, die dich, glaube ich, von innen auffressen würden. Let's go! Einige von ihnen sind völlig harmlos, während andere extrem gefährlich sind. In diesem Video Wenn ich das zeigen schon wir dir sehe, die 10 gefährlichsten Ameisen, Insekten der gar kein Welt. Bock. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. W in Bevor den wir Chat anfangen, für gib Eule. einen Daumen hoch. Wir sind Start Nummer bei Nummer 10. 10. Jetzt bin ich gespannt. Die Killerbiene ist der Spitzname für die afrikanisierte Honigbiene, die Gibt eine bestimmt nur in Kreuzung zwischen der Afrika. Bestimmt nur in ostafrikanischen Afrika. Honigbiene und mehreren europäischen Honigbienenarten ist. Sie stammt ursprünglich aus Brasilien und hat nun Teile Süd- bis Mittelamerikas erobert. Afrikanische Diese Bienenart wird nicht umsonst Killerbiene genannt. Killerbiene, sie aber können Hunderte von Menschen Hä? Auf einmal jagen, wenn man sie stört. Und sie sind Renn. Für mehr als 1000 menschliche Todesfälle verantwortlich. Renn. Eine Killerbiene kann 10-mal mehr stechen als andere Arten, was sie sehr gefährlich macht. Dinge. Im Oktober 2010 war ein 73-jähriger Mann 73 dabei, Büsche zu roden, RIP, als er ich weiß jetzt versehentlich schon. einen Bienenstock störte. Wie du dir denken kannst, hatte er keine Chance gegen Hunderte von Bienen. Es gibt auch Geschichten von Bienen, die Menschen über 400 Meter weit gejagt haben. Und nur ich mal ins Wasser springen hilft was. Nummer 9. Die Dorylus-Ameise, auch bekannt als Treiber-Ameisen, haben Kolonien mit manchmal Guck mehr dir als mal den 20 Kopf Millionen an. Verschiedenen Individuen. Man findet sie hauptsächlich in Zentral- und Ostafrika Stabil. Und in bestimmten Nicht in tropischen Europa. Teilen Asiens. Die Ameisen sind Fleischfresser und ihre Nahrung besteht hauptsächlich die mich aus Regenwürmern. Ich sehe für die aus Aber wie ein Hamburger. Sie greifen auch Tiere an, die ihnen nicht schnell genug aus dem Weg gehen. Nun ist es allgemein bekannt, dass nur rote Feuerameisen beißen können. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt mehr als 12.000 Arten von Ameisen, die 12.000. Das können. Die Dorylus-Ameise benutzt ihren scherenartigen Kiefer, um ihre Beute zu beißen. Und wenn sie sich bedroht fühlen, benutzen sie diese Kiefer auf Menschen. Diejenigen, die diese Erfahrung gemacht haben, sagen, dass es schwierig ist, diese Ameise zu entfernen, ich weil ihre nur, Kiefer extrem stark sind, Pinzettenfinger von der Tatsache, Griff dass der Biss sehr schmerzhaft ist. Und Kopf abziehen, Digga, wenn es so Nummer schlimm ist. 8. Wenn du keine Tausendfüßler magst, oh. willst du definitiv nicht dem Riesentausendfüßler begegnen. Man findet Riesen sie hauptsächlich im Süden Amerikas, nicht wo es tropisch Füße ist. Hat er. Und wie der Name schon sagt, sind sie riesig. Sie sind eine der größten Tausendfüßler der Welt und können eine Länge von 30 Zentimetern erreichen. Ob du es glaubst oder nicht, dieser chinesische Mann hat sich sogar einen als Wer Haustier gekauft. Wer kauft sich sowas, Sie sind oder? Als aggressive Jäger bekannt und können Spinnen, Skorpione und andere große Insekten leicht überwältigen. Wenn der Tausendfüßler auf ein größeres Tier trifft, kann er sein Gift einsetzen, um Gift. Sich im Kampf es geht zu behaupten. Alles nur mit Glücklicherweise Gift. Werden Menschen nur selten gebissen, aber wenn, dann ist es extrem schmerzhaft. Die Symptome, die du durch das Gift bekommen kannst, sind Fieber, Übelkeit und Probleme mit deinem Herz-Kreislauf-System. Sie sind Fieber, auch eine Übelkeit sehr und Herzprobleme, Plage Digga, wer hat für bitte Bauern schön und Menschen, die Gartenarbeit lieben. Sheesh. Nummer 7. Die australische Trichternetzspinne, auch bekannt ja, kommt als aus Australien, stabil. Gilt als die tödlichste Spinne der Welt. Ich gehe niemals nach Australien. Ist sie nur im Osten Australiens zu finden. Die Spinne hat mindestens 40 Unterarten, aber sie sind nicht alle gleich gefährlich. Allerdings haben einige, wie die australische Trichternetzspinne, sehr starke Gifte, die schnell auf dich wirken. Die Symptome, die du bekommen könntest, ist die Verkrampfung des Herzens und der Muskeln. 13 Verkrampfung Menschen des hätten eine Begegnung mit dieser Spinne nicht überlebt. Aber zum Glück wurde 1981 ein Gegengift entwickelt und seitdem gab es keine neuen Opfer mehr. Stabil, wenn du also das beschließt, ist gut. nach Australien in den Urlaub zu fahren und Nein. du dich in der Nähe von feuchten Waldgebieten aufhältst, sei vorsichtig. Denn auch wenn es ein Gegengift gibt, ist der Biss immer noch sehr schmerzhaft. Ich selbst mag keine Spinnen, aber wenn ich dieser ich Spinne mag auch begegnen keine Spinnen. Würde sie mich zu Tode erschrecken. Ich... Nummer 6. Werde rennen. Die Assassinenraupe, wie dieses Insekt genannt wird, kommt cool hauptsächlich in den Regenwäldern Südbrasiliens vor und ist als die gefährlichste Raupe der Welt bekannt. Brasilien? Wir Sie werden hat es sich nie auch wieder einen sehen. Platz in den Guinness World Records da, als giftigste Raupe verdient. Du solltest diese Raupe niemals berühren, denn erstens ist ihr Körper mit stacheligen Haaren bedeckt und ihr Abwehrmechanismus kann ein tödliches Gift injizieren, das deine roten Blutkörperchen zerstört. Sie können zwischen 4,5 bis 5,5 cm groß werden und was sie besonders gefährlich macht, ist, dass man sie kaum sehen kann, denn sie können kann sich jeder erkennen, in einer oder? Baumrinde tarnen. Wenn das, du jedoch eine sehen. Findest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es mehrere von ihnen gibt, da sie oft in Gruppen leben. Gang, Gang. Leben in einer Nummer Gang. Nummer 5. Die asiatische Riesenhornisse ist Jawohl, ein Insekt, die gibt's nur in das Asien. Sich in den letzten Stabil. Jahren immer mehr ausgebreitet Wollen wir keine Angst hat. Haben? Man findet sie in den tropischen Regionen von China, Japan und Indien.
Seit 2020 gäbe so groß es wie seine Hand fast, oder? In Amerika gefunden wurden und das kann zu einem großen Problem werden. Erstens können sie eine Länge von fast 7 Zentimetern erreichen und zweitens können sie hunderte von Bienen auf einmal vertilgen. Und das ist ein großes Problem, denn Bienen sind wichtig für die Bestäubung unserer Nahrungspflanzen. Imker sind daher sehr besorgt über die wachsende Population dieser Hornissen. Aber diese Hornissen können auch für den Menschen gefährlich sein. Ihr Stachel ist sehr giftig und schmerzhaft und allein in Japan verursachen diese Hornissen 50 Todesfälle pro Jahr. 50? Digga, das ist viel. Nummer 4. Das ist viel. 50. Zecken sind Insekten, die hauptsächlich in bewaldeten Gebieten zu finden sind. Im Gegensatz zu den anderen Insekten, über die wir gesprochen haben, wirst du durch den Biss einer Zecke nicht verletzt werden. Dennoch sollten sie nicht unterschätzt werden, da sie einige der ansteckendsten Krankheiten der Welt übertragen können. Die gibt's in Europa. Es gibt etwa 850 Zeckenarten und die Hirschzecke zum Beispiel kann sehr gefährlich und sogar tödlich sein. Zecken werden in der Regel zwischen 3 und 5 Millimeter lang oder Bolliose. Und leben hauptsächlich vom Blut von Säugetieren und Vögeln. Sie tragen viele Krankheitserreger wie Bakterien und Viren in sich und geben sie leicht über das Blut an Tiere weiter. Eine der häufigsten Krankheiten, die die Zecken übertragen, ist die Borreliose. Ja, Menschen, die von einer solchen Zecke gebissen werden, bekommen oft einen roten Ausschlag, Fieber und Müdigkeit. Ja, ich bin immer müde, also vielleicht wurde ich von einer Zecke gebissen. Lass dich nicht von seinem Namen täuschen. Der Tarantula-Falke ist eigentlich eine Wespe, die Taranteln, eine große haarige Spinnenart, jagt. Diese Wespen sind normalerweise 5 cm lang, aber es gibt Berichte, dass sie sogar 11 cm lang waren, was sie zu einer der größten Wespen der Welt macht. Sie sind überall auf der Welt zu finden, außer in Europa und der Antarktis. Sie haben schwärzliche Körper mit orangefarbenen Flügeln, nicht was ihnen hilft, sich vor Fressfeinden zu schützen. Für den Tarantula-Falken ist seine ultimative Verteidigung sein mächtiger Stachel, der schnell ein Gift injizieren kann, das seine Beute oder seine Gegner sofort lähmen kann. Der Tarantula-Falke würde auch den zweiten Platz auf dem Sting-Pain-Index belegen und wäre neben der Kugelameise der schmerzhafteste. Kugelameise, laut Coyote Peterson vom YouTube-Kanal Brave Wilderness kannst du für 5 Minuten gelähmt sein, wobei du nur noch schreien kannst. Nummer 2. Komm. Feuerameisen sind bekannt als Ameisen, die stechen können. Das gibt's in Europa. Normale Ameisen beißen und injizieren Säure in die Wunde, aber Feuerameisen beißen und injizieren ein Gift. Ich bin schon mal einmal in so ein Ameisen-Dings reingetappt. Dieses Gift kann oft kleine Tiere töten. Aber ich konnte mich retten. Ist der Stich keine ernsthafte Bedrohung, aber er ist sehr schmerzhaft. In 5% der Fälle kann er dazu führen, dass Menschen aufgrund der allergischen Reaktion ersticken. Wie der Name schon sagt, hinterlassen diese Feuerameisen ein brennendes Gefühl auf der Haut. Feuerameisen sind auch dafür bekannt, dass sie Naturschutzgebiete ernsthaft beeinträchtigen können. Allein in den USA werden jährlich mehr als 5 Milliarden Dollar für die medizinische Behandlung, Schäden und Kontrolle dieser Insekten ausgegeben. Mann. Gib mir mal 1% zumindest. Das gefährlichste Insekt auf dieser Liste, und wie könnte es anders sein, ist die Stechmücke. Europa, Mücken ernähren sich von dem Blut von Tieren, aber auch von Menschen. Das Blut ist voller Proteine, die die Mücken brauchen, um Eier zu produzieren. Ihre Stiche verursachen einen juckenden Ausschlag, weil ihr Speichel während des Stichs übertragen wird. Bitte. Zecken übertragen Mückenkrankheiten auf Menschen und Tiere. Auf Nummer 1. Nach verschiedenen Angaben sind sie für den Tod von mehr als 700.000 Menschen pro Jahr verantwortlich. 700.000. Afrika, Südamerika und Asien sollen von den meisten Mückenpopulationen betroffen sein. Afrika, einige der Südamerika und Asien, ihr wisst Bescheid, sind das Schwarzmann kommt nicht vorbei, denn ich sehe aus wie so ein Hamburger-Stöckchen für die. Die werden mich gleich aufpassen. Ist dir schon mal ein gefährliches Insekt begegnet? Schreibe es in die Kommentare. Genau, schreib mal in die Kommentare, ob du jemals ein gefährliches Insekt schon mal gesehen hast, Digga. Oh my God, die Stechmücke auf Nummer 1. Yo, ich hab keinen Bock. Dieses Ding ist bestimmt irgendwo hier drin, weil ich einmal das Fenster zu lange aufgelassen habe und futtert mich auf.